Hallo und herzlich willkommen zur 336. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. Hier mit mir, der Zentgeistus, auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Und wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Orientaria. Und haben noch 23,2 Kilometer vor uns. Letzte Folge haben wir 2,5 überwunden. Autsch. Hier sind noch Hühner. Wenn ich so schnell zuschlage, so wie jetzt, da tun die nicht so richtig getötet werden. So, hier ist ein Gewässer. Schaffen wir das? Mit ein bisschen Anlauf. Ja, schaffen wir. Mit dem Gewässer können wir eigentlich eine Runde fahren. Es führt uns ja in die richtige Richtung an sich. Da legt man auch ein bisschen Wegstrecke zurück auf dem Wasser, auch wenn es nur ein Fluss ist, aber wir legen Wegstrecke zurück. Ja, der Fluss ist gut gewunden hier. Müssen nur aufpassen, wo wir jetzt hier langfahren. Sehr wunderschöne. Das passt natürlich überhaupt nicht gerade. Hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Muss auch richtig zielen, das ist der Trick dabei. So. Ich nehme wieder die Axt in die Hand. Und gehe wieder quer. Lol. Gras auf Sand? Das geht? Wie? Okay, das wusste ich noch nicht. Das muss ich eigentlich gleich mal festhalten, ja, als Foto. Wo war denn das jetzt? Was ist das hier? Okay. Okay. War das jetzt Einbildung oder habe ich das jetzt wirklich gesehen? War jetzt wie so eine Fata Morgana. Fata Morgana. Passt aber irgendwie. Ne, wir haben nicht weit gekommen. Hier ist Kühe, die schnaufen gerade die ganze Zeit. Da sind sie. Irgendwie ist mein Essen hochgerutscht. Und wir haben schon wieder einen Kilometer gut gemacht. Ey, das klappt doch gerade super. Super klappt das gerade. Und sowas, das ist auch viel angenehmer. Als hier irgendwo rum zu klappbütern. Du durch den Fichtenwald. Und dann nehmen wir den Block hier mal am besten weg. Zack. Upp, upp. Okay. Hallo? War schon jemand? Aussteigen. Naja, hat fast geklappt diesmal. Genau, müsste das Schwert auch richtig ausfahren. Hallo? Hallo? Ja? Ein Geistlicher? Ich kann mit dir leider nicht handeln. Ich habe nicht die Ressourcen dazu. Guten Tag. Herr Waffenschmied. Eine Eisenaxt? Ja, wie heißt denn dieses Örtchen hier? Gerber? 9 Leder, 1 Smaragd?
Könnte hier mit ein paar mal handeln. Also Leder hätte ich auf jeden Fall. Ein Fichten. Hier. Auch eine Eisenaxt. Schäfer ist das hier. Verkauft eine Schere. Eine Schere kann ich immer gut gebrauchen. Ach, hier hängt die Fackel. Hab gerade schon gedacht. Oh, was ist denn das hier? Ein Arbeitsloser. Guck mal, hier ist auch ein Arbeitsloser. Den gibt es irgendwie überall. Und die können ja nicht raus. Das tun wir ändern. Warte mal. Tun wir hier noch einen Block wegmachen. Das Lied passt gerade überhaupt nicht. Hier ist ein Werkzeugschmied. Werkzeugschmied. Ja. Pfeile. Okay. Ist hier irgendwas drauf? Effizienz 3. Okay. Ich glaube, so viel können wir auch nicht handeln. Wie groß das Dorf ist. Geht da hinten noch weiter. Guten Tag. Hat das Dorf einen Namen? Hier ist ein Bauer, ein Fischer. Lalalalalalala. Na, guten Tag. Geht ja auch hin, der Vermacher. Guck mal, hier ist auch eine Lola. Eine Bauersfrau. Guck mal hier. Hier ist ein Schäfer. Wie viele Leute hier sind, ist ja da shit. Ich stecke mal auf so ein Dach. Na, von hier oben hat man nicht so die brillante Aussicht. Aber das Dorf an sich, das ist schon hier Gold wert, vor allem die Lage. Guckt euch die Lage an hier. Ich werde mal auf das Kirchdach steigen. Aber es ist auch nicht so hoch. Hier kann man doch hoch. Da ist schon wieder so ein Prompel im Weg. Gibt's da noch nicht? Muss das mal ganz kurz bearbeiten hier. Zack. 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 Und den Zaun stelle ich wieder hin. Nicht, dass sie mir hoch machen. Ah, von da oben habe ich doch einen besseren Blick. Schau doch mal, ja. Wie heißt denn das Dorf überhaupt? Das weiß ich noch gar nicht. Das ist ja irgendwo eine Werkbank. Muss man da irgendwie kenntlich machen hier? Kenntlich machen. Werkbank, wo bist du? Gibt es denn keine Bibliothek? Das ist doch eine Bibliothek, oder? Ne, ist ein großes Haus. Ihr habt keine Bibliothek, zufälligerweise. Ne, haben sie nicht. Aber eine Schmiede haben sie. Ist da nicht hier eine Werkbank irgendwo? In der Schmiede? Ne, in der Truhe. Ach, ich habe eine Werkbank mit, ich Dussel. Ich bin so ein Dussel einfach bloß. So. Ja. Das und hier machen wir mal so. So, mehr brauchen wir ja nicht. Und wo stellen wir das am besten, schlechtesten auf? Das Schild. Also, das liegt da genau auf dem Fluss. Das ist ein Fischerdorf im Fichtenwald. Wie könnte man das nennen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, so spontan bin ich eigentlich ganz gut. Naja, gefunden. In Folge 336. Ist das korrekt? Ja, ne? Das ist korrekt. 336. Gefunden. Von Cedric Elsius, zack. Und Ort. Bip. Echt. Nordquell. Nordquell. Hier, Nordquell.
Kann ich mir gleich mal eine neue Werkbank machen, bevor ich das irgendwann vergesse. Die Stöcke lasse ich euch auch mal hier. Brauche ich nicht. Zack. Guck mal, können wir gleich mal die Margariten hier lassen als Geschenk. Die Orchideen. Und noch irgendwas. Guck mal, ich habe 44 Leder mit, ne? Das ist der Sheet, ist das doch. Ich kann auch mal ein bisschen hier Fleisch da lassen, da wird sich der nächste Freund, der hier langkommt. Und es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht. Oh, die Dorfbewohne. Es ist Nacht und wir schlafen hier in der Schmiede. Zack. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.